Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Entschrouded. Endlich ist es soweit. Die Early Access Version startet auf Steam. Am 24.01. ist es soweit. Und wir werden gemeinsam hier die Welt von Entschrouded weiter erkunden. Wenn ihr dieses Video seht, das müsste 16 Uhr sein, ab da darf ich Gameplay zeigen. Dann werde ich parallel auch auf twitch.tv/hirnschutz einen Livestream starten. Und dann können wir gemeinsam weitere Folgen aufnehmen und die Welt hier weiter erkunden. So, nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken. Wir erstellen uns wieder den alten Mann. Der wird die Frisur haben. In Grau. Den Bart finde ich wunderbar. Auch in Grau. Wir nehmen diese Stimme. Genau. Diese Stimme wird gewählt. Und er heißt nicht Charakter 1, sondern er heißt natürlich Hirnsturz. Wunderbar. Dann, wir spielen privat. Erstellen die Welt Synapsia. Und viel Spaß mit dem Intro. Bis gleich. Long ago, a wanderer brought an enthralling gift to the people of Embervale. The elixir. It was a cure, a blessing, a weapon. Once concealed by the ancients, its might had been set free. With it came power, mistrust, and a longing for more. Humanity dug the elixir wells, ripping apart the land and each other to quench their thirst. Elixir and blood, a drop for a drop. But from the depths of the wells, an unforeseen curse crept into Embervale. The Shroud, a ruinous fog which sought only to spread and devour. Facing their downfall, ancients and humans united to forge the Flameborn. Now, your time has come. Awake. Da sind wir wieder. Erwacht im Tempel. Die Welt von Entschrouded erwartet uns. Ich freue mich tierisch auf dieses Let's Play. Ich hoffe, ihr habt genauso Bock wie ich. Und wir gehen hier raus. Wir haben die Demo ja ausführlich gespielt. Das heißt, wir wissen ungefähr, was hier am Anfang passiert. Die Flammenkrypta. Da sind wir. Ach ja. Schön. So. Wir kommunizieren mit der Flamme. Wir haben lange geruht. Wir sind das Flammenblut. Und die Welt ist anscheinend untergegangen. Oder beziehungsweise wurde zerstört. Und wir gehen hinaus ins Licht. Ein neuer Ort ist markiert worden. Irgendwo lag hier doch noch ein Buch, oder? Ich kann mich erinnern, in der Demo lag hier irgendwo am Rand. Lagen hier Informationen. Ah, das ist aber auch neu. Ich erwarte eine geheimnisvolle Welt voller Gefahren. Drücke I, um die Karte zu öffnen und deine Entdeckung im Auge zu behalten. Gut, I ist allgemein Inventar. Da geht er nicht nur in die Welt, auch in andere Bereiche. Das wäre die Welt. Und hier sehen wir der Punkt für unsere erste Basis. Ich bin sehr gespannt, wie groß die Karte sein wird. Also wir können uns hier so eine Vorstellung machen. Da kommt noch ein bisschen was. Wir können nämlich ordentlich lang scrollen und hier unten sind wir wieder. 5 Begleiter haben wir anscheinend. Und in den Quests erreiche die Ebenen. Wir sollen uns an dem Ort, der für uns vorgesehen ist, etwas aufbauen. Hier kriegen wir so ein bisschen das Handwerk erklärt. Ein Flammenaltar aus Steinen können wir bauen. Aber das ist alles Zukunftsmusik. Ah, da sind wir. Die Welt wartet auf uns. Und hier hat jemand etwas länger gewartet. Wir lesen mal, was hier so steht. Über das Flüstern der Flamme. Reines Licht umhüllt das Wissen der Erbauer, schützt es in den flammenden Kern. Eine Weisheit, die weit über meine eigene Vorstellungskraft hinausreicht. Ich könnte stundenlang ins Feuer starren. Nach Antworten suchen, nach einem Flüstern. Aber da ist nichts. Obwohl es eine Stimme hat, spricht es nur zu jenen, die aus der Flamme geboren wurden. Eine Schande. Ich glaube, wir könnten erhellende Gespräche führen.
Balthasar. Ja, da sitzt er. Ich würde sagen, wir gehen mal runter, wa? Das Licht weist uns den Weg. Hier ist unsere erste Kiste, die wir looten können. Da bekommen wir einen Verband und eine Fackel. Und noch ein paar Verhüllende mehr. Und somit sehen wir auch was im Dunkeln. Die Fackel nehmen wir auch noch mit. Es werde Licht. Und es ward Licht. So, hier bin ich, kann ich mich noch erinnern, bin ich am Anfang fast vorbeigegangen. Hier gibt es nämlich so ein paar von diesen Schwarzpulverkugeln, die wir jetzt hier gegen die Wand werfen können. Und da ist der Weg frei. Okay, ein Beil haben wir bekommen. Sehr schön. Unsere erste Waffe, nochmal ein bisschen Informationen. Ode an Erlans. Kommt zusammen, wir trinken eine Ode der Königin, eins von den Jungen, drei Kinder auf dem Arm, der Becher voll, und wenn sie laut dachte, hat sie gesungen. Das werde ich jetzt für euch nicht machen, ich lese euch nicht das hier, beziehungsweise singe nicht für euch. Das könnt ihr euch ja entsprechend dann durchlesen. So, jetzt war ich mir unsicher, gab es hier hinten noch Sachen zu entdecken? Ich glaube nicht, ne? Nee. Das war der Anfang. So, wir nehmen hier die Fackel in die Hand. Und es geht's runter in das Miasma. Im Englischen Shroud genannt. Da gibt's gleich nochmal eine Fackel. So, jetzt haben wir 5 Minuten Zeit, um hier unten unsere Dinge zu klären. Mit Tab können wir Sachen anvisieren, da ist auch schon der erste Gegner. Ich zerschlage jetzt mal hier die Bereiche. Kritisch. Also muss nicht anvisieren, man kann mit Tab durchschalten. Da ist der nächste Gegner. Aber so arbeitet er sich zwischen Gegner und Gegner, arbeitet er sich immer weiter. Und wir looten natürlich alles. So. Ein paar Miasma-Sporen, das ist ja auf jeden Fall im Laufe des Spiels noch wichtig. Und dann sind wir schon wieder raus. Aus dem Bereich. Ich überlege gerade, in der Ecke gab es nichts. Ich glaube, hier gab es nichts. Das hatte ich schon mal damals in der Demo noch ein bisschen ausführlich untersucht. Kann auf jeden Fall alles zerstören. Das funktioniert. Da sind wir. Das ist hier der Zwischenspeicherpunkt. Den haben wir auf jeden Fall schon mal abgeholt. Jetzt ist hier links ist ja dieses alte verlassene Lager mit irgendwelchen Übungspuppen. Den Bauhammer bei der Werkbank. Okay, wir haben jetzt verschiedene Sachen freigeschaltet, dadurch, dass wir auch Ressourcen einsammeln. Da ist nichts drin. Stufenaufstieg. Fertigkeitenpunkte, das machen wir alles dann in Ruhe zusammen. Jetzt looten wir erstmal hier den Laden durch. Wir wollen auch nicht schlafen. Wir sammeln ein bisschen Holz. Geteerter Holzblock, okay. Tagebuch des Hauptmanns, Tag 1. Halt die Krypta bis zu deinem letzten Atemzug. Dies waren die Worte des Erbauers, bevor er mit einer Handvoll unserer besten Krieger eintrat. Es war das erste Mal, dass ich einen seiner Art gesehen habe, und es wird wohl auch das letzte Mal gewesen sein. Sein Gesicht hat sich in mein Gedächtnis eingebrannt. Mein Leben und das meiner verbleibenden Soldaten unterliegt einer heiligen Pflicht. Hauptmann Arkwright. Das sind immer so kleine Story-Elemente, die wir hier im Laufe des Spiels entdecken können. Holz nehmen wir natürlich gerne mit. Hier geht's weiter ins Lager, bevor wir gleich unseren Bauplatz anschauen werden. Ich glaube, hier gab es irgendwo unten gab's was zu essen. Oder es gab Fleisch und was zu essen. Wir nehmen auf jeden Fall das Holz mit. Und Sachen gibt es zu entdecken, wie Pfeile. Hier, da ist es doch gewesen. Fleisch. Können wir das hier schon braten?
Oh, gell. Hier wird es ja angezeigt. Genau, platziere die Ladung in der Leiste. Und jetzt braten wir unser erstes Stück Fleisch. So, Pilze können wir nicht braten. Und hier gibt es nochmal eine Information. Ein erholsamer Schlaf, endlich eine Pause von der mühseligen Arbeit. Meine Knochen schmerzen, damit der Wärme eines Feuers, einem Unterschlupf und etwas Schlaf, sollte ich mir gut ausruhen. Das Essen wird knapp, aber ich habe gehört, dass sie eine Explosion planen. Zum Glück habe ich einige Rationen unter meinem Bett versteckt. Sie werden eine gute Mahlzeit abgeben, wenn sie über dem Feuer gekocht werden. Haben wir gerade gemacht. Vielen Dank. Da können wir schlafen. Da haben wir eine Flasche Wasser bekommen, aber ich glaube, die kriegen wir sowieso von dem Brunnen her. Hier war es drin. Nichts Besonderes, wa? Ah, ein bisschen Faden und so weiter. Ja, ich kann mich erinnern, man konnte, glaube ich, alles zerknüppeln. Und hat dadurch auch ein paar ganz gute und wertvolle Ressourcen bekommen. Vor allem auch Holz, was man dann zum Bauen braucht. Garn, Metallschrott, das war alles wichtig. Und hier geht's schon ins Miasma rein. Unser erster Gegner. Hey, hi. Also. Ne, der erste Gegner ist auch nicht ganz richtig, weil wir haben ja. Da haben wir noch was zum Lesen. Sturz ins Verderben. Oh, das muss ich jetzt gerade mal beenden, denn hier ist noch jemand. Jetzt können wir nochmal lesen. Wir blieben hoffnungsvoll, wühlten uns durch die Trümmer und flüsterten Gebete zu den Erbauern, immer mit einem wachsamen Auge gen Horizont. Selbst in diesem entlegensten Winkel der Welt droht das Miasma uns zu verschlingen, uns jede Hoffnung zu nehmen. Selbst als sich die Luft durch diesen verfluchten Nebel verdichtete, kämpften wir weiter. Als die Brände am Horizont wüteten und Asche wie Schnee auf die Heulspitze fiel, hielten wir durch. Möge diese Heimat, letzte Wacht der Glut, uns in einem leuchtenden Zeitalter geleiten. Wir hatten die Hoffnung, dass wir das hier noch alles irgendwie regeln können. Eine Holzfäller-Axt haben wir bekommen. Das ist ja nett. So, auch hier haben wir nur 4 Minuten. Das wird später noch erhöht, indem wir unseren Flammenaltar ausbauen. Dann haben wir auch noch ein bisschen mehr Zeit. Aber das hier am Anfang sowieso nur ein ganz kleines Gebiet. Hier unten geht's rein. Das gucken wir uns an. Oh, noch ein Tagebuch. Das Miasma zieht hier rauf. Die Blauhäher schweben nicht mehr so sorglos durch die Luft wie sonst. Irgendwas geht vor sich. Ein Nebel strömt auf uns zu. Er entspringt dem Abgrund wie eine Flutwelle. Sie nennen ihn das Miasma. Es bringt Krankheiten und Leid mit sich, verändert den Boden und die Menschen. Ich muss diesen Wahnsinn wieder verstehen, aber es wird schwierig sein, ein Heilmittel zu finden, da die Soldaten die Versorgungswege abgeschnitten haben. Balthasar. Ich hab doch einen Dietrich eben eingesammelt, dachte ich. Oder nur das Rezept für Dietrich, das kann natürlich auch sein. Bisschen Leder. Nehmen wir jetzt alles mit. So, wir haben 2 Minuten 28 Zeit, hier den Kram zu looten. Ich glaube, einen Dietrich herstellen. Wir können mal gucken, ob wir das schon machen können. Handwerk. Brauchen wir Garn, Keule, Lumpen, Waffen, Dietrich. Da brauchen wir noch mehr Metallschrott, den haben wir noch nicht. Okay, merken wir uns, holen wir uns später. Werden wir mit Sicherheit noch ein bisschen Metallschrott finden. So, 1,58. Da sind wir raus aus dem Miasma. Ja, dann gehen wir zu unserem Bauplatz, wo wir hingehen sollten. Und die Kiste werden wir später knacken. So, was haben wir denn überhaupt bekommen? Ich guck mal ganz kurz, was wir hier haben. Wir haben die Axt, die mache ich jetzt mal auf die 1. Und dann haben wir irgendwie noch eine Holzfäller-Axt bekommen, oder? Ne, das Rezept wahrscheinlich auch nur. Da ist auf jeden Fall schon mal Honig. Das wird später noch wichtig. Da weiß ich noch, da haben wir relativ spät in der Demo nach gesucht. Und man musste diese Honigwaben vom Baum schießen, damit man da rankommt. Ich weiß nicht, ob das geändert worden ist oder ich es damals gar nicht probiert hatte. Okay,
Okay, die großen Steine kriegen wir nicht kaputt, aber die kleinen können wir sammeln. Damit wir die Steine zusammenbekommen für den Tempel. Beziehungsweise diesen Glutaltar, den wir hier bauen müssen als Basis. Da sind wir schon. Unser zukünftiger Bauplatz. Da führt so ein Weg ran. Hier werden wir bauen. Okay, lass uns mal bauen. Handwerk. Flammenaltar. Den stellen wir jetzt her. Und der müsste sich genau auf der zweiten Leiste befinden. So, ich weiß ja, dass wir das später noch ein bisschen erweitern können. Deswegen würde ich jetzt eher in diese Richtung gehen. Genau, hier ist relativ flach. Da haben wir ihn gesetzt. Du bist nicht alleine. Es gibt noch andere Überlebende, die in Krypten der Erbauer schlummern. Erwecke sie, damit sie dich auf deine Reise unterstützen können. Sei auf der Hut. Einer befindet sich ganz in Nähe, direkt hinter dem Miasma, wühlten Tal. Sehr gut. Hier können wir mit einer Miasma-Seele können wir den aufwerten. Wir können die Flamme stärken. Da brauchen wir noch jede Menge Zutaten. Das werden wir alles später machen. Und wir können Fertigkeitenpunkte setzen. Okay, brauchen wir diese Runen. Da haben wir auch noch ein paar bisher gefunden. Sehr schön. So, jetzt muss ich mal gucken. Wie ging das noch mit dem Baum? Man musste eine Werkbank, glaube ich, herstellen. Das war so das Erste. Ein Bauhammer. Den sollten wir uns auch herstellen. Das ist sehr gut. Dann ein Lagerfeuer. Ja, eine Werkbank. Da fehlt uns noch Garn. Und Garn können wir hier herstellen mit Pflanzenfasern. Und jetzt haben wir die Werkbank hergestellt. Und die platziere ich jetzt erstmal hier ein bisschen außerhalb. Wir werden das hier alles noch ein bisschen erweitern und so weiter. Aber jetzt für den Anfang reicht das erstmal so. So, wir drehen es mal so. Die bauen wir später nochmal ab, wenn wir sie brauchen. Genau, jetzt können wir hier Steinblöcke herstellen. Damit könnten wir zumindest ein Fundament schon mal schaffen. Aber das können wir dann ja auch gemeinsam machen, wenn ihr im Livestream mit dabei seid, wenn ihr Lust habt. Denn meine Aufnahmen für YouTube entstehen ja meist im Livestream. Aber ich sammle schon mal ein bisschen Ressourcen. Und ich würde sagen, wir holen uns unseren ersten NPC ab, oder? Ich glaube, wir kamen hier rüber. Oder war das ein bisschen verfrüht? Ich glaube, der Kletterhaken war so die erste Nummer, die wir finden mussten, um hier auf den anderen Bereich rüberzukommen. Aber es ging auch so, meine ich. Guck mal, wir haben ja zum Beispiel, wir haben hier Bären, Pilze und ein Hähnchen. Und die werden unsere Ausdauer bzw. unser Leben erhöhen. Da müssen wir... Oh oh. Ich schalte mal durch. Ich glaube, hier will der Wolf nämlich mir ans Leder. Ja. Da gibt es ein paar Sparrows. Mal gucken, wie sich die Welt verändert hat. Ich kann mich erinnern, während der Demo wurde schon einiges abgeändert in dem Gebiet. Da ist noch ein Wolf. Ein paar Knochen. Da konnte man nämlich hinten hoch. Könnt ihr euch noch erinnern? Da braucht man einen Haken eigentlich, um weiterzukommen. Und hier konnte man rüber durch. Also hier über diese Brücke können wir noch nicht. Da brauchen wir den Kletterhaken. Und hier gibt es auch noch mal ein paar Lager. Was ein riesiger Sack, der da hängt. Können wir schlafen. Der gibt uns ein bisschen... Ja, du sollst dich nicht ausruhen. So. Der gibt uns nur ein bisschen Pflanzenfasern. Hier gibt es nochmal eine Nachricht. Tagebuch des Hauptmanns Nummer 6. Da haben wir aber einige übersprungen. Die Angreifer haben uns die letzten zwei Tage belagert und von der Brücke aus angegriffen. Ihre Augen, dieser Wahnsinn. Wir konnten uns bisher nur gerade so am Leben halten. Vielleicht überlebe ich den nächsten Angriff nicht. Ich habe befohlen, den Übergang mit unserer letzten Munition zu bestücken. Wenn diese Plünderer zurückkehren, sind wir vorbereitet. Okay. Noch eine Bandage. Ich gehe jetzt das Risiko ein, oder? Wir gehen jetzt da gemeinsam rüber. Keine Angst vorm Feind. Ich weiß, dass man hier durchs Tal durchgehen konnte. Tagebuch des Hauptmanns Nummer 20.
Wir sind hungrig, wir mussten die Brücke zerstören damit unsere Versorgungsroute. Aber es hat funktioniert. Wir haben keine Plünderer mehr gesehen. Die Flammenkrypta und alle im Inneren sind jetzt sicher und müssen es auch bleiben. Wenn wir nicht verhungern wollen, müssen wir wohl unser Glück in diesem schrecklichen Miasma versuchen. Beides wird unser sicherer Tod bedeuten. Nix, wir werden nicht sterben. Allen Mut zusammen und rein da. Ich wag mich jetzt hier rein. Vielleicht ist es eine schlechte Idee, vielleicht ist es eine gute Idee. Wir haben 5 Minuten Zeit. Und wir werden einfach uns hier durcharbeiten. Das ist doch gar kein Problem. Da haben wir sogar einen Ring bekommen. Wir looten hier einfach mal alles. Wir haben ja ein bisschen Zeit, ne? Ist ja nicht so, dass wir keine Zeit hätten. Da haben wir einen Dietrich bekommen. Damit könnten wir zum Beispiel die Kiste öffnen, die wir eben unten gesehen haben. Und hiermit können wir unser Miasma wieder auffüllen mit dieser Kapsel. Damit können wir unsere Zeit verlängern, aber ich schlage jetzt erstmal. Oh. Da kriegen wir noch ein bisschen Stofffetzen, die nehmen wir auch noch mit. So, wir gehen mal nach Norden durch. Denn ich meine, hier ging es raus, wenn ich mich richtig erinnere. Eine Explosionskugel. Ist schon wieder Nacht geworden. Der Wahnsinn. War ich so lange unterwegs? Es werden spektakuläre Fortschritte erzielt. An alle, die ihre Augen auf mein wunderbares... Nein, lass mich noch einmal beginnen. An alle Reisenden. Meine Großartigkeit hat dieses Gebiet erobert. Nein, ich fürchte es auch nicht richtig. Die Brücke ist fast fertig und ich finde verdammt nochmal keine Worte, um meine Freude auszudrücken. Was für ein Glück, eine Mine, die uns so nahe ist, solche Reichtümer an Erz liefert. Aber eines ist sicher, ich werde diese Brücke nach meinem lieben, verstorbenen Tante 5. Grades Braylon nennen. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob sie sich geschmeichelt fühlen würde, wäre sie noch am Leben. Denn sie und die Brücke haben nicht nur den gleichen Namen, sondern auch dieselbe raue Natur. Kate Hawthorne. Naja, warum nicht? Achso, das war der Brief. Nein, das wollen wir nicht nochmal lesen. So, ein bisschen Ressourcen haben wir gesammelt. Und wir müssen 250 Meter in die Richtung. Da muss ich sagen, das war mir während der Demo noch nicht ganz klar, warum man hier lang kann. Also normalerweise hangelt man sich da über die Brücke mit diesem Schwunghaken und praktisch hier diese Brücke umgehen kann. Aber ich habe das dann irgendwann im Laufe des Spiels damals rausgefunden. Ein bisschen Leder. Und von daher nutze ich das einfach. So, jetzt wird's interessant. Ich würde jetzt mal ein bisschen was futtern. Und zwar einen Pilz. Dann ziehe ich mir ein Hähnchen rein. Und eine Beere. So, jetzt haben wir schon mal ordentlich mehr Leben. Und los geht das. So, hier hat man das Schleichen gelernt. Und ich versuche mich jetzt hier, die Leute hier anzuschleichen.
okay hat. Nicht so gut funktioniert. Ich renne mal durch. Lass mich. Lass mich. Da ist aber auch noch ein Gegner drin. Kommt der mir hinterher? Ich verbinde mich mal gerade. Ein bisschen Heilung. Da tickt das Leben wieder hoch. Sehr gut. Wir haben doch bestimmt noch irgendwas. Können wir den Honig essen? Ja. Jetzt auch noch ein bisschen Heilung oder sowas. Und eine Bandage ziehen wir uns noch rein. So, da ist nämlich noch ein Gegner, den wir... Mit ein bisschen Blocken kriegen wir das so hin. So, hier gibt es noch eine Nachricht. Wage dich hinaus, ist vollbracht. Der Seelenkessel ist empfindlich und fragil, aber voller Potenzial und Hoffnung. Der Erste, der hineingeht, wird unser Prototyp sein. Ein neuer Funken in einer erloschenen Welt. Glücklicherweise hat sich der Schmied freiwillig gemeldet. Er muss die Krypta betreten und schlafen, bis er wieder geweckt wird, damit er nicht in die Ewigkeit entschwindet. Möge sich aus der Asche einer vergangenen Ära ein neues Zeitalter erheben. Balthasar. Also die haben anscheinend hier Experimente gemacht mit diesen Schlafkammern, in der wir auch wach geworden sind. Und wir werden jetzt den Schmied erwecken. Da ist er, der Oswald. Sehr schön. Und wir haben auch den Beschwörungsstab freigeschaltet. Damit können wir den in unserer Basis platzieren, wenn es soweit ist. Aber das sieht aus, als wäre ja was dahinter. Okay, cool. Gut, dass wir einen Dietrich hatten, ne? Noch eine Axt. Wir haben irgendwie noch Rezepte freigeschaltet. Cool. Also ich glaube, das gab es damals nicht. Das hätte ich bestimmt gesehen. Ich habe mich hier echt gut umgeguckt. Ist die jetzt besser als unsere eigentliche Axt, die wir bekommen haben? 11 Schaden? Selten? Gewöhnlich? Ah, bei der Aufrüstung macht das einen Unterschied. Man kann ja die Waffen noch entsprechend erweitern. Und da macht das Ding auf jeden Fall einen Unterschied. Und wir haben einen Ring. Den werden wir mal ausrüsten. Und der Ring gibt uns was genau? Wo ist er? Da ist er. Ausdauerpunkte und Lebenspunkte dazu. Sehr gut. Ja, Skillen können wir auch noch. Wir können noch Fähigkeitenpunkte vergeben. Das machen wir dann alles gemeinsam. Ich denke mal, das werden wir dann in einer der nächsten Folgen machen im Livestream. Den Knochen nehmen wir noch mit. Also wenn ihr Bock habt, am 24. Das ist an der Tag, an dem das Video erscheint, ab 16 Uhr. Werde ich den Livestream anmachen und wir werden nicht sofort starten, also ihr habt ein bisschen Zeit, ihr könnt in Ruhe dieses Video fertig schauen und dann können wir gemeinsam hier weitere Folgen aufnehmen. Jetzt ist es ja Nacht, beziehungsweise wird es wahrscheinlich gleich Tag und er hat mir erklärt, mit M können wir uns zurück teleportieren und das machen wir jetzt auch. Und wir gehen nach Hause. Ich habe jetzt hier einige Sachen nicht gelootet, aber ich wollte mir einfach den Baumeister noch holen. Dieser Überlebende wird uns angemessen ergänzen. Positioniere ihn mit einem Beschwörungsstab in der Welt. Du kannst ihn aus einfachen Zweigen herstellen. Genau, machen wir. Das machen wir dann alles gemeinsam. Wir werden dann hier gemeinsam diese Basis aufbauen. Bis jetzt ist es ja nur dieser Flammenaltar, beziehungsweise hier die Werkbank. Von daher ist da noch einiges an Potenzial, was wir hier hübsch ausstatten können. Da werden wir so eine richtig schöne Basis hinzimmern. Ich bin mal gespannt, was mir da so einfällt. Gudi, das war die erste Folge von Enshrouded. Jetzt endlich mit der Vollversion und ich freue mich schon tierisch, hier diese ganzen Gebiete zu entdecken. Und da hinten glüht so hammerrot. Wer weiß, was da in der Ferne auf uns wartet. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich bin ja gerade mal zum Abschluss hier so ein bisschen über die Klippe schauen. Also, wenn ihr Bock habt, auf twitch.tv/Hirnsturz werde ich live sein. Und wir werden gemeinsam hier die Welt entdecken. Ja, das scheint einfach die nächste Stufe zu sein. Aber da hinten leuchtet es richtig rot. Und dahin sind Berge. Und. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Ich auf jeden Fall. Schaltet ein auf Twitch. Ich freue mich drauf. Bis später. Tschüss.